Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog. Schön, dass du dabei bist. Es geht wieder auf Hecht. Ich bin an einem großen See, der heißt auch Großer See. Und es ist normalerweise relativ krautig hier. Ist ähnlich wie das Veluwe-Meer. Die Durchschnittstiefe ist nicht sehr tief, liegt vielleicht bei zwischen 2 und 3 Meter. Sehr, sehr viel Kraut, aber auch viele Hechte. Und ich werde versuchen, heute ein paar vor die Kamera zu zerren für dich. Zu bitten. Also viel Spaß! Es steht ja ganz schräg da. So ist besser. So, ja, meine erste Wahl ist der Flenker. Der Sick Flenker. Schauen, direkt Kraut eingesammelt. Das ist hier natürlich über den ganzen Gewässergrund verteilt. Jetzt mal gucken, ob ich da nicht vielleicht doch einen Offset-Haken hier im Köder verstecke, damit ich nicht so viel Kraut einsammle. War nur ein kleiner Hecht, aber der hat direkt vor meinen Füßen gebissen. So, ich fische ein Shatterbait mit dem Power Swimmer hinten als kleiner quirliger Schwanz. Aber wirklich nur so ein kleiner Bursche. Aber direkt vor meinen Füßen gebissen. Ich habe die Attacke gesehen. Schön. Der eine Angler hat jetzt hier schon 2 Hechte gefangen und ich höre immer so rasseln. Also ich glaube, die Hechte brauchen hier tatsächlich ein bisschen mehr Action. Vielleicht sollte ich auch mehr was mit Rasseln machen. So, ich drücke hier die Widerhaken an, weil 2 Drillinge bei den Köder ist schon viel. Und wenn da so ein kleiner Fisch raufballert, hat er den ganzen Maul zugehämmert. Und so ist es ein bisschen einfach. Ein bisschen fairer für den Fischer. Mein Lieblingsköder zurzeit. Jetzt rassel ich anständig. Kleiner Baby. Auf dem Sick Swimmer. Der Köder ist fast größer als der Hecht gewesen, hast du gesehen? So, ich hatte gerade einen richtig guten Biss. Ist das?
richtig gut reingehämmert, aber leider habe ich den nicht bekommen. Also ich habe angeschlagen, aber er hat nicht gesessen. Boah, war der richtig gut, so richtig bums. Ich habe direkt mal geankert, also so, dass ich mich mit dem Boot nicht mehr weiter wegbewege, sondern auf dem Platz stehen bleibe. Der war ein bisschen weiter weg, der Biss. Und ich versuche jetzt mal, andere Köder durchzuziehen. Oh, der war gut. Der war richtig gut, der Biss. Jetzt kommt der große Sick-Flenker zum Einsatz. Der Flatschen. Okay, ich save jetzt mal hier den Akku wieder. Ich melde mich, wenn das geht. Ja? Wieder so ein kleiner Schniepel. Wir bisschen auf meinen kleinen Zimmer. Der ist wirklich klein. Ich muss schnell wieder zurück ins Wasser. Viele kleine hier unterwegs. Aber die sind in Beißlaune. Und ein weiterer kleiner Baby. Boah, der wurde aber hier schon ganz schön. Schau mal, siehst du das? Uiuiuiuiuiuiuiui. Werd groß und stark, kleiner Bursche. Groß und stark, kleiner Bursche. Wenn du mit deinem Kumpel, mit deiner Freundin oder deinem Papa oder mit wem auch immer zusammen angeln bist, lohnt es sich immer, verschiedene Köder zu fischen. Also der eine fischt zum Beispiel Softbaits und der andere Hardbaits. Wir haben es jetzt so gemacht, ich habe den ganzen Mittag und Vormittag Gummiköder gefischt und Jerkbaits. Ich hatte relativ wenig Bisse und mein Kollege hat Köder so, warte, ich zeig's dir mal. So, mein Kollege hat Köder mit so einer, wie sagt man eigentlich dazu? Mit so einer Spinnerschaufel hinten gefischt und hat ziemlich gut gefangen. Jetzt wechsle ich eben zu dem Deck Spinnerbait. Da habe ich doppelte Blade dran. Und so kann man einfach rausfinden, worauf die Fische einfach stehen. Ne? Und hier jetzt, wie gesagt, mögen die tatsächlich dieses Flashy. Wenn das sich hinten so bewegt. Gerade einen Wurf gemacht mit dem Deck Spinnerbait und hat direkt einen Biss gehabt. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir einmal mit Live-Biss. Also, aber es sind irgendwie alles relativ kleine Hechte, die wir heute nur gesehen haben. Die Größe war vielleicht 65 cm oder so. Das war wirklich. Wo sind die großen Ladies? It's the last cast. Letzter Wurf. Letzte Chance auf eine große, dicke Lady. Komm schon. Weißt du. So. Das war ein richtig schöner Schniepeltag. Mit vielen kleinen Hechten, keine große Lady, aber der Angeldruck ist ja auch echt, echt hoch. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt hier heute, glaube ich, über 25 Boote gesehen und 10 Bellyboote oder so. Es ist ja schon hart beangelt hier und das seit Saisonbeginn natürlich. Also am ersten Tag war es noch richtig gut, ganz viele Meldungen gehört von vielen großen Hechten, aber dann geht es halt mit jedem Tag down. Ich mache mir jetzt wie auf dem Weg nach Hause. Wenn dir das Video gefallen hat, du weißt, was du zu tun hast. Wir sehen uns im nächsten Video, Lieben. Bleib gesund. Tschüss. Ich mache trotzdem noch einen letzten Wurf. Wirklich letzten, okay? Letzten Wurf. Letzter Wurf. Letzter Wurf. Letzter Wurf. Ah!
Verarscht. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut drin, bleibt gesund.